dann möchte ich noch gleich weitermachen mit dessen Version in Untertisch. Man sieht, das ist dieses Gerät hier. Revelation 2 wird er genannt. Er ist praktisch dieses Gerät, nur ohne Display, weil der Display hier in dem Bedienhahn versteckt ist. Er hat auch die zwei großen Filter. Die Filter sind auch beide sehr leicht zu wechseln, ohne Filterwerkzeug oder dergleichen. Also die meisten Kunden, kann ich sagen, ungefähr 60%, 70% wollen den EOS Revelation haben, weil der Wasserionisierer unter der Spüle oder in meinem Fall über der Spüle, im Regal könnte es ja sein, versteckt ist. Die wollen alle nur diesen Bedienhahn dort sehen. Dieser Bedienhahn kommt als zweiter zusätzlicher Bedienhahn dazu. Und man sieht hier an dem roten und an dem dickeren weißen Schlauch, das ist der rote Abwasserschlauch, das ist der weiße dickere Schlauch, das ist für den hier basisches Wasser. Man sieht halb so viel Abwasser wie basisches Wasser. Der Vorteil ist jetzt, es ist viel einfacher bei dem, weil man hat nicht wie bei den anderen Ionisierern so einen Abwasserschlauch, sondern man hat zwei Auslässe. Das heißt, wenn man extra starkes Wasser haben will, wie in diesem Fall jetzt 0,7 Liter pro Minute Minimaldurchfluss, die stärkste Stufe Violett, die höchste Stufe, da kommt jetzt hier extra super mega saures Wasser raus. Und das probiere ich jetzt mal für euch und berichte euch, wie das Ganze schmeckt. Schmeckt nicht gut, man kann es trinken, es ist ja immerhin ein Teil aus dem Wasser, was ich rausgetrennt habe. Ich möchte damit demonstrieren, dass hier, weil er eben Abwasser spart, er viel mehr Mineralien zur Verfügung hat, nämlich diese Menge an Mineralien, doppelt so viel wie hier, um das Ganze hier basischer oder saurer zu machen. In dem Fall macht das jetzt hier super saures Wasser, ist schon desinfizierend, wenn es nach Chlor riecht. Und im anderen Fall, wenn ich jetzt acidic drücke, saures Wasser Stufe 4, pH 4,5 zeigt er hier an. Hier kommt aber nicht wirklich pH 4,5 raus, sondern eher 5. Aber dafür kommt jetzt hier super mega duper starkes basisches Wasser raus. Das probiere ich jetzt auch mal für euch. Hier ist noch nicht so stark, eine Sekunde. Der braucht natürlich immer, bis das Wasser dann da wirklich angekommen ist. Jetzt beißt er auch, so wie bei diesem Apparat, aus diesem Auslass, wenn ich es super stark gemacht habe. Also, die nehmen sich nicht viel von der Stärke her, wenn man diesen kleinen Auslass oder den Abwasserschlauch von dem beachtet. Aber, ehrlich gesagt, keiner trinkt so stark basisches Wasser. Also, pH 11 trinkt man eigentlich nicht. pH 10, 10,5, da hört man irgendwo auf. Fängt schon an, anders zu schmecken. Jetzt habe ich wieder Stufe 4 gemacht, wieder aus. Und man sieht hier die Filteranzeige. Filter 1 und Filter 2, die Balken, die werden dann immer weniger, bis man dann gewarnt wird. In dem Fall, der hat keine Filter-Chip-Kabel, um diesen Filter, der schon seinen Filter-Chip hat, aber das Gerät hat kein Kabel. Somit könnten wir auch theoretisch das Gerät auch ohne Filter betreiben. Das heißt, die Filter kappen, da müssten Sie dann mit mir sprechen, falls Sie eine andere Filteranlage schon davor haben. Oder man kann, wie bei allen anderen EOS-Geräten auch, einen Mineralienfilter vorschalten. Weil wir haben extra einen Filter, der nur Mineralien hat. Das heißt, im Gerät, der erste Filter wäre dann ein Mineralienfilter. Für Leute, die vielleicht eine Umkehrosmoseanlage haben oder aus irgendeinem Grund sehr weiches Wasser haben, kann man dann zuerst mal nachmineralisieren mit sehr viel Silizium und Calcium, was der Filter so alles so drin hat. Und ganzer Filter mit Mineraliengranulaten, das macht schon was aus. Und so hat man dann eigentlich ganz viele Möglichkeiten bei dem Hersteller. Vor allem wird es die auch bald mit Hohlfasermembran geben, im zweiten Filter am Ende. Absoluter Bakterien- und Virenschutz. Und somit kann ich sagen, also mit diesen Geräten EOS können Sie nichts falsch machen. Die können auch am Wasserhahn installiert werden. Wobei am Wasserhahn installiert, da ist es dann, da hat man halt dann den Drehregler sozusagen, der sonst bei diesen Geräten hier vorne dran ist. Oder beim Aquavolta Basic haben wir es gesehen, oder bei dem haben wir es hier gesehen, der Drehregler. Der ist dann sozusagen bei diesen On-Off Wasserionisierern, die typischerweise fest installiert werden, weil dann ist es am sympathischsten. Ja, ich drücke drauf, wenn ich fertig bin, höre ich wieder auf und das war's. Bei dem, wenn man den am Wasserhahn installiert, dann stellt man den Durchfluss hier einmalig vorab mal ein, auf zum Beispiel 0,8, 0,9, wenn Sie sehr kalkhaltiges Wasser haben, oder 1,3, 1,5, wenn Sie weiches Wasser haben. Und dann hat man auch wieder denselben Effekt, man macht Wasserhahn an,
Bei dem muss man aber auf den On-Off-Knopf nochmal drücken. Wenn man fertig ist, macht man Wasserhahn aus und drückt dann wieder auf den On-Off-Knopf. Um serviço de alto-falante gordo pá da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola raiz é madeira.